Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Wir sind in Alicante und gehen jetzt einkaufen und ich bin zu einem typischen Off-Season-Einkauf im Cotton Glass, aber im Endeffekt sind es ja die Lebensmittel, die ich auch in Deutschland jetzt in meiner Off-Season kaufen würde. Oh mein Gott! Also, wir sind jetzt im Cotton Glass. In Deutschland gehe ich natürlich nicht im Cotton Glass einkaufen, weil wir haben kein Cotton Glass, sondern immer im Rewe oder im Aldi, weil das sind einfach die nächsten Supermärkte von mir zu Hause. Deswegen sind das die Go-Tos in Deutschland und da gibt es im Endeffekt da fast die gleichen Lebensmittel. Wir fangen an mit den Beeren, weil die hier ganz am Anfang sind. Beeren sind gar nicht so richtig im Plan eigentlich drin, beziehungsweise rein theoretisch im Post-Workout, aber das wird ganz flexibel gehandhabt. Also, ob ich jetzt da ein paar Beeren esse oder nicht, fällt durchs Raster, track ich nicht. Esse ich einfach, wenn ich Bock drauf habe. Mal nehme ich sie mit, mal nicht. Heute nehme ich sie mit. Die Erdbeeren waren aber auch sehr gut hier. Erdbeeren? Ja. Ich kenne mich ja gar nicht aus mit Beeren, weil ich da auf den Zug sehr spät erst aufgesprungen bin. Sehen die gut aus? Ich würde aber mal schauen, ist was Schimmeliges drin, ist was Weißes drin. Ja, die sehen doch ganz gut aus, oder? Die sind approved. Hannah approved. Also Beeren, gerne auch immer Blaubeeren. Und dann geht es weiter zum Gemüse. Gemüse wiege ich grundsätzlich nie. Weder in der Prep noch in der Off-Season. Und bin da eigentlich immer so ein bisschen nach Lust und Laune unterwegs. Eigentlich immer die Basics, Tomate, Gurke, gerne auch Pilze, Spargel und Spinat. Fürs Eiklar. Sehr, sehr lecker. Hier das Stangenbrokkoli. Und hier gibt es den Stangenbrokkoli. Der ist besonders gut. Aber den habe ich hier gerade noch gar nicht gefunden. Beziehungsweise. Also Leute, das ist hier scheinbar so ein ausländisches Ding. Gibt's in Deutschland gar nicht sowas, ne? Nein. Stangenbrokkoli, mega Empfehlung. Nehmen wir direkt zweimal mit. Fällt ja nicht durch, oder? Nein. Aber wir haben natürlich nur begrenzte Kapazitäten im Kühlschrank. Dann lieber noch einen. Gurken? Gurken gehen immer. Ich empfehle euch wirklich hier, auch wenn ihr im Ausland seid, die holländischen Gurken. Die sind nämlich tausendmal leckerer wie diese hier. Die sind nämlich meistens so ein bisschen, also die können mal gut sein, aber meistens sind sie nicht so gut. Also Gurke und direkt nebenan die Zucchini. Auch immer lecker. Die ist gut. Muss die gewogen werden? Muss die gewogen werden? Ja. Ja. Das ist ja auch mal so ein bisschen nervend im Ausland, ne? Total nervend. Und dann stehst du an der Kasse, pfeifen die dich wieder zurück. Wir nehmen natürlich kein Plastik. Weiter geht's mit Tomätchen. Ich bin kein Fan von großen Tomaten, immer nur Cherry-Tomaten. Also immer hier die kleinen. Gerne auch mal zwei, drei Packungen. Geht immer. Okay, weiter im Text. Der Spargel. Oh ja. Also hier gibt's auch wieder, also Gemüse können sie im Ausland schon besser. Denn hier ist der Spargel irgendwie so ein bisschen dünner als bei uns. Gibt es den bei uns auch in dünn? Also ich sehe den selten so in dünn. Aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr leckerer Spargel. Ein bisschen Ketchup drauf, Salz. Herrlich. Also Spargel ist auch in meiner Prep ein sehr treuer Begleiter hier gewesen in den drei Wochen, wo ich in Alicante mich ernährt habe. Und habe ich auch, also ich habe bis auf Tomaten und Gurke komplettes Gemüse neu für mich entdeckt, diese Prep. Nämlich Pilze. Pilze im süßen. Nein. Pilze im Omelett. Nicht im süßen Omelett, im normalen Omelett. Mega. Mag ich richtig gerne. Generell Eiklar habe ich auch komplett für mich entdeckt. Entdeckt. Ich wollte es gerade wieder hier zurückräumen. Im Ausland sind die schon geschnitten, das finde ich auch sehr praktisch. Spinach. Spinach. Ein weiteres Gemüse, was ich diese Prep entdeckt habe, ist Spinat. Also auch im Ei, super. Ihr habt vielleicht mal mein Ei in der Story gesehen. Das war immer ein wilder Gemüsemix und Eiklar. Also hat ja auch 20 Kalorien. Also die ganze Tüte hat nicht mal 40 Kalorien. Gar nichts. Spinat geht immer. Popeye auch, ne? Das Grüße. Würden wir jetzt hier zu den Datteln kommen, aber die hat ja gerade eben Jule schon eingepackt. Deswegen, ja, Datteln.
esse ich immer im Frühstück und auch in meinem Post-Workout. Ich habe es komplett für mich entdeckt. Liebe ich wirklich sehr. Schön eingearbeitet, dann werden die immer so ein bisschen matschiger. Die erste Dattel hast du, glaube ich, auch auf Bali zu dir genommen, kann das sein? Nein, die erste Dattel habe ich in Dubai zu mir genommen. Klassiker. Nee, die erste Dattel habe ich während deiner Fastenzeit zu mir genommen. Da hast du die mit irgendwas gefüllt. Ja. Was Empfehlung, füllen mit einem Nussmus oder auch einer regulären Nuss. Ja. Und wenn die Kalorien es hergeben, gerne in einen leichten Schokomantel umhüllen. Okay, meine Empfehlung, wenn ihr abends Polnisch verbreitet und die Dattel schon mal da reinschneidet, ich mache es ganz gerne mit der Schere, das geht am schnellsten, auch einfach mal eine Dattel ins Mandelmus das tunken und das noch essen. Das ist next level. Also da schmeckt eine Dattel alleine total beschissen und dann tunkst du die da rein. Das ist ein absolutes Highlight. Auch eine Dattel pur. Ist wunderbar. Hier kommen wir zu dem Fisch. Fisch überspringen wir. Ich nehme überhaupt keinen Fisch zu mir. Ich mag Fisch einfach nicht. Lachs finde ich lecker, aber als andere bin ich echt nicht froh. Aber ist auch okay. Hm? Ah, hier das nächste Gemüse. Und zwar die sauren Gurken. Habe ich jetzt in Wien. Was denn? Du hast ganz fertige Stirn. Ich? Ja. Immer noch? Nee, geht wieder. Saugurken, auch mega, liebe ich. John, du legst die Stirn in Falten. Oh, fettig, habe ich verstanden. Nee, in Falten. Oh Gott. Das ist wie eine französische Bulldogge. Also, besser? Ja. Saugurken habe ich sehr für mich entdeckt. Achtet darauf, dass ihr nicht die gezuckerten nehmt oder die mit Honig, die Hannah mir hier schon 500 Mal empfohlen hat. Weil die haben 70 Kalorien oder so und die haben nur 20, wenn ihr die richtigen greift. Also wichtig. Die hier zum Beispiel. Die haben nämlich 20. Hannah hat die empfohlen. 70. Ja, bei mir geht es viel über Geschmack. Bei mir geht es nach den Werten. Oh. Nee. Dann. Ja. Kein Supermarkt ohne die Würstchen-Ticket zu checken. Beim Kaufland gibt es die absolut besten Würstchen. Aber ich finde sie nirgends anders. Ich gucke in jedem Supermarkt, auch in Deutschland, immer. Auch jedes Mal, wenn ich beim Aldi bin, vielleicht haben sie doch irgendwie die Rezeptur geändert, aber nein. Also für eine Würstchen, dafür musst du wirklich eine Fahrradtour nach Troisdorf machen und zum Kaufland. 40 Minuten. So, die Zeit wir haben. Ja, auf jeden Fall gibt es ja tolle Würstchen im Kaufland mit super Werten wie Hähnchenfleisch. Montag ist auch weg. Wir kommen zu der Proteinquelle. Ich setze zurzeit komplett auf Hähnchen, Whey und Eiklar. Ich hatte eine Zeit, da habe ich nur Hackfleisch zu mir genommen. Ich war ein bisschen traumatisiert, was Hähnchen betrifft, weil ich hatte eine Lebensmittelvergiftung und habe es zu viel zu eklig gegessen. 7 Uhr morgens in John Reed mit 20 Gramm Salz oben drauf oder so. Relativ auch noch an die Zeit, ne? 2018. Beim Hähnchen. Also der Gartenschmolz fällt gerade an der Mandel, kommt sehr schlecht aus. Oh. Ich habe jetzt erstens Butter. Ich verstehe das aber nicht. Ich habe sie auf jeden Fall welche gekauft. Also es gibt eins, aber da ist schon oben so eine fette Ölschicht und so ein fetter Brocken. Also das brauchen wir kaum. Nee, doch wirst du dich ja dumm und dämlich. Wie sieht es bei dir an der Hähnchenpfanne aus den nächsten Tagen? Hast du noch welches zu dir? Ja, so 30 Gramm. Ich habe es einmal eingepackt. Ja, dann packe ich wieder aus. Ist noch was drin? Ein bisschen. Und ich frage mich nicht, habe ich jetzt da eine große Portion. Okay. Ja, dann tue ich meins hier raus. Und Gemüse bediene ich mich so ein bisschen bei dir. Ja, klar. Wir haben. Ja, ich brauche nur 60 Gramm morgen. Jeweils. Da reicht das ja dicke. Okay. Also die Proteinquelle wäre jetzt das Hähnchen gewesen. Jule hat schon eingepackt. Oder wie gesagt, Eiklar. Was wir jetzt mal noch suchen müssen, ne? Ja. Gibt's ja auch, oder? Ja, weiß ich. Weißt du? Ja. Okay, nächste Line. Wir haben ja in Dings richtig leckeren Reis gekauft, ne? Wo waren wir nochmal? Auf Mallorca. Auf Mallorca waren wir. Das war ein Risotto-Reis. Der hier. Ja, du hattest ja die auch schon in der Hand, aber du weißt ein bisschen. Oh, der ist richtig gut. Wirklich? Den nehmen wir auf jeden Fall mit, ja. Ich habe jetzt den einmal noch. Gleich, oder? Nee, das ist Milch und das ist Paella. Aber ist so geil. Irgendwie Palus auf Milchreis. Wie wird Milchreis gekauft? Also Reis als Kohlenhydratquelle. Viel zu nah, John. Also Reis als Kohlenhydratquelle natürlich super.
alternativ Reiswaffeln, Maiswaffeln, beziehungsweise eigentlich immer Maiswaffeln, Reiswaffeln essen wir überhaupt nicht. Das ist aus dem 2014. Ja, wie, oder wie so ein Kindergartenkind, was so eine Mutti eingepackt bekommen hat. Also Reiswaffeln nicht, Maiswaffeln, Reis, selten mal Kartoffeln und ab und zu auch mal Nudeln. Nudeln mag ich eigentlich am liebsten, aber das Volumen ist immer so ein bisschen traurig, deswegen gibt es das nicht so oft. Ach du Schande, was ist das denn hier? Machen Sie Sport? Ketchi haben wir gestern schon gekauft, da kommt nur der Zero von Heinz in die Tüte. Ne? Ist ja klar. Ist sowieso klar. Den gibt es bei uns in Deutschland im Rewe, in den meisten Rewe-Märkten. Ich kann mir auch mal noch eine Empfehlung aussprechen. Unbedingt. Also von Haribo versuche ich mich grundsätzlich zu distanzieren, weil davon kannst du ja unendlich viel essen. Aber trotzdem werde ich mir eine kurze Empfehlung aussprechen. Lecker, lecker. Wo sind Sharks? Ich weiß auch nicht. Also in Spanien kann man grundsätzlich hier diese Stänglis empfehlen, die mit dem Zucker überzogen, in Erdbeer. Ja. Achte darauf, dass ihr nicht den Geschmack Kaugummi nehmt. Es muss schon Erdbeer sein. Ja. Fresa oder so in der Art wird es heißen. Haferflocken? Ja, also die haben wir gestern genommen, die Haferflocken sind nicht so gut. Nein. Schau mal hier, von Köln. Die sehen doch ganz gut aus. Die sehen nicht so gut aus. Wir nehmen die von Köln. Die sehen aus, als würden sie sich gut vollsaugen. Also Haferflocken natürlich ganz wichtig fürs Frühstück. Oh, und das wäre jetzt auch mal sowas, ne? Auch sehr lecker. Aber das nehmen wir jetzt heute mal nicht mit. So, dann brauchen wir Schoki fürs Frühstück. Tapa. 80%. Also aufs Porridge kommt die dunkle. Ich habe letztens auch mal Nutella drauf gemacht, das war gar nicht lecker. War ganz komisch. Und es wird auch so ölig. Also nimmt wirklich Schoki fürs Porridge. Ach, eigentlich brauchen wir Kaffee. Kaffee. Aber hier, ich sehe unsere Kapsel nicht. Ganz komische Kaffeekapseln haben wir da. Die sind alle rund. Jetzt würden wir mal vielleicht unseren Herrn fragen da. Ich hatte, mir ist wieder eingefallen, wo ich diese Kaffeekapseln hatte. Ich hatte die in Portugal. Ja. Nee, das ist alles hier nur Mehl, ne? Wonach riecht's hier? Wonach riecht's denn? Wahrscheinlich ein ausgelaufener Sirup. Ah ja, das riecht jetzt auch. Dafür müsst ihr vielleicht nochmal in die Backabteilung. Zu Hause würden wir da natürlich Rice Pudding nehmen. Aber ich hab leider nicht mehr. Oh, der hat mir gerade richtig ins Ohr gehaucht. Irgendwie, das war ganz eklig. Leider hat das Gepäck technisch nicht mehr. Was könnte ja das sein? Das sind Breadcrumbs. Nein. Leider hat es der Rice Pudding platztechnisch nicht mehr ins Gepäck geschafft. Nee. Also ein bisschen was haben wir mitgenommen, aber ich meine, ich habe mal hochgerechnet, was wir brauchen. Ich hätte 2 Kilo gebraucht, kann ich mitnehmen. Ja, deswegen suchen wir Grieß, um so eine kleine Mischung zu machen, aber das gestaltet sich ein bisschen schwierig. Hanna, brauchst du Milch? Ich hab. Hast du Milch gekauft? Ich kann. Also Milch kommt immer so ein bisschen in den Kaffee rein, dann fällt auch durchs Raster. Letsche. Hier könnte es natürlich jetzt was werden. Also bitte, wo ist denn jetzt der Grieß? Hier wäre auch nochmal Mandelmus. Haferflocken. Ich war eben schon hier in dem Supermarkt. Ich will Barbecue gibt's nicht. Es gibt nur Honigsenf. Nee. Honigsenf ist gut. Nee, fand ich gerade eben nicht so lecker. Nehmen wir erstmal nochmal. Also, My Coffee. Das ist die Marke. Die sind sehr lecker. Die gibt es in Honigsenf, aber auch im Barbecue. Beides eine große Empfehlung. Schinken schmeckt schon sehr stark nach Schinken. Alle anderen sind ausverkauft. Oder ist es das jetzt? Nee. Das ist Hafermehl. Die mit Cookies geschmeckt. Eiweißriegel scheinen hier wohl diebstahlgefährdet zu sein. Ist ja wie bei uns die Rasierklingen. Thank you.
dann nicht. Lass einfach mal googeln, was das heißt. Also. Jopros. Werden jetzt nicht gekauft, aber diese Geschmäcke kann ich alle empfehlen. Außer denen, da weiß ich nichts von und von denen weiß ich auch nichts von. Es gibt noch sehr viel mehr Geschmäcker. Alle tippitoppi. Schmeckt eher wie ein Trinkjoghurt als ein Proteinshake. Aber eigentlich suchen wir gerade noch Eiklar parallel zum Grieß. Wir müssen mal gleich die Kassiererin fragen. In Deutschland gibt es übrigens auch fettreduzierten Speck. Der hat dann die gleichen Werte wie Hack Light und es ist richtig lecker im Eiklar oder mit Nudeln, so bratnudelmäßig, top. Sieht dann ungefähr so aus. Nur halt in der fettarmen Variante. Sehr gut. Hier. So mäßig. Ah ne, der hat nicht so gute Werte wie in Deutschland. Nimm mir nicht mit. Gut, wir suchen alle zusammen den Weichweizengrieß. Ich versuche es mit Polenta. Muchas gracias. Gracias. Es ist kein Weichweizengrieß, aber es ist vergleichbar. Also, ich bin jetzt gerade hier dem Typen die ganze Zeit durch den Supermarkt hinterher gerannt. Ganz wichtig, wir haben es gefunden. Eiklar. Ganz wichtig für auch das süße Ei abends. Ich habe gewonnen. Ah, ich muss gewogen werden. Conta Retta. 63 Euro. Das ist ein normaler Einkaufspreis, würde ich sagen. Beim Aldi zahlt immer so 40. Aber da habe ich auch weniger als das. Gracias, adios. Wir nehmen auch eigentlich bei jedem Einkauf ein kühles Getränk mit, um wieder ein bisschen zu hydrieren. Und ich habe das Video mit dem Outro von meiner Kamera gelöscht, deswegen jetzt nachträglich auch mal das Outro. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das war ein kleiner Einblick in einen ganz normalen Einkauf während meiner Offseason bzw. in der Diät war eigentlich komplett gleich. Nur weniger Reis. Genau. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns im nächsten Video. Abonniert den Kanal, folgt mir auf Instagram und dann sehen wir uns bald.